Herzlich willkommen zurück hier in der Joyzone Social. Bei mir ist Christina Krüsi. Sie hat die Hölle im Paradies erlebt, ist mit 6 vergewaltigt worden, missbraucht worden von verschiedenen Männern, wo sie gewohnt hat im bolivischen Dschungel. Aber sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und das Buch, das verlosen wir. Und zwar könnt ihr einfach ein Mail schreiben an joyzone@choice.ch und dann könnt ihr das Buch lesen. Ihr könnt aber natürlich auch schreiben, und zwar in unserem Chat, joyce.ch/live, könnt ihr eure Fragen an Christina stellen. Und ich habe gehört, wir haben eine, und die schauen wir uns gerade jetzt an, würde ich sagen. Und zwar kommt die vom Unwichtig, und er oder sie sagt, wie bist du zurück ins normale Leben gekommen und wem hast du es zum ersten Mal erzählt? Ja, zum ersten Mal habe ich versucht, meiner Mutter zu erzählen, das ist nicht so angekommen. Und dann habe ich es mit 34 oder 33 das allererste Mal meiner Freundin erzählt. Und dann habe ich mich zurück ins Leben gekämpft, muss man also schon sagen. Also es ist nicht so, dass es mir einfach gefallen ist, aber ich habe einfach an mir geschafft. So. Okay. Ja. Juhu hat gerade eine Frage zu deinen Eltern. Sie sagt, wie haben deine Eltern reagiert, als hinter die Sache gekommen sind? Ich habe es ihnen dann erzählt und sie haben gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Also bei ihnen ist eine Welt zusammengebrochen, oder? Weil sie gedacht haben, unter ihrer Nase ist so etwas passiert, das haben sie grausam gefunden. Ja. Und wie stehen sie jetzt dazu, dass du in die Medien gehst und so und zum Buch und so? Ja, also es ist für sie sehr schwierig. Es ist wirklich für sie nicht einfach, oder? Aber ich musste dann auch sagen, ich muss das einfach machen. Und habe ihnen sagen, ich muss das den Weg dich, gehen. Das es ist für mich wichtig, dass ich kann sagen, ich muss das weitergeben. Weil die nächste Generation ist unsere Zukunft. Und das ist die wichtigste Generation, die wir haben. Und es muss an die Jungen weitergehen, oder? Dass so Sachen nicht mehr okay sind und nicht toleriert werden. Haben deine Eltern sich zum Beispiel auch Vorwürfe gemacht? Oder? Ja. Ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor. Sie haben sich extrem Vorwürfe gemacht. Ja. Das muss ich sagen. Ja. Okay. Wir haben einen weiteren Kommentar, und zwar von Pete. Und er sagt, hast du mit dem finsteren Kapitel in deinem Leben abschliessen nach deiner Rückkehr nach Bolivien nach 30 Jahren? Ja, das ist im Dokia passiert. Du bist zurückgegangen auf Bolivien. Ja. Wie war das? Also, es war schwierig, aber ich habe es geschafft. Das war so krass. Ich meine, sie haben noch die schwierigen Dinge so ein bisschen rausgeschnitten, netterweise und so, aber es war echt schwierig. Ich musste an die Grenzen gehen. Was ist die Grenze? Dort reinzugehen, in die Hölle. Ja. Und ich wusste, da begegne ich dieser Hölle wieder. Und dann die Diskrepanz zwischen Himmel und Hölle. Wo soll ich denn jetzt stehen? Was soll ich denn jetzt fühlen? Es war grausam. Aber jetzt, nach dem Friedhof zur Nacht, das ist cool. Also für mich die beste Passage war, abschliessen und gehen. Und jetzt ist es für mich echt gut. Den Friedhof müssen wir noch schnell erklären für die, die es draußen nicht wissen. Genau. Also wir sind dann zur Nacht auf dem Friedhof, weil auf dem Friedhof sind so zum Teil Sachen passiert, die wir hingebracht worden sind. Und dann haben wir das wieder gut gemacht und uns verabschiedet von dem Friedhof, wo wir immer wieder teilnehmen mussten an den Spielen, die sie hier gespielt haben. Zum Teil. Schlimm.